Ein herzliches Hallo. Heute beim neuen Video geht es um Ursachen für Muskelverspannungen und Blockaden unserer Pferde. Dabei geht es tatsächlich nicht um unsere Pferde selber und auch nicht um unsere Ausrüstung wie Sattel oder Trense, sondern es geht um uns selber, um uns Reiter und wie wir eigentlich dafür auch verantwortlich sein können für Blockaden und Muskelverspannungen unserer Pferde. Dafür bin ich heute zu Gast bei der Judith Bulier. Judith ist Physiotherapeutin, Osteopathin, Heilpraktikerin und Sporttherapeutin und ich darf heute zu ihr zu Gast sein in ihrer Praxis. Hier wollen wir dem Ganzen einmal auf den Grund gehen, warum Reiter, also wir als Reiter, eigentlich Ursache für Muskelverspannungen und Blockaden unserer Pferde sein können. Los geht's! Dann gehen wir einmal rein und schauen, wo die Judith ist und dann auf ein Wort mit Judith Bulier. Hallo, mein Name ist Judith Bulier. Ich bin die Inhaberin der Praxis Judith Bulier. Der Gedanke bei der Entwicklung dieser Praxis ist gewesen, ein Zentrum für Naturheilverfahren zu entwickeln, in dem man ganzheitlich viele verschiedene Menschen mit verschiedenen Aspekten behandeln kann. Hallo Judith. Hallo liebe Nicole, schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Es geht nämlich heute um Blockaden unserer Pferde, die wir als Reiter auslösen. Und ich würde total gerne rausfinden, was wir gegen Haltungsprobleme beim Reiter tun können und wie wir das selber rausfinden. Kannst du mir da helfen? Das ist eine ganz tolle Idee, finde ich sehr, sehr gut. Es gibt ein, zwei, drei kleine Dinge, auf die man achten kann, um festzustellen, ob die Haltungsschwierigkeiten am Pferd oder am Reiter liegen. Und die würde ich dir gerne mal zeigen. Ich würde sagen, wir gehen dafür mal in den Sportraum und probieren das mal aus. Super gut. Lass uns gehen. So, wir sind hier im Sportraum angekommen bei dir. Und was muss ich tun, um rauszufinden, wie schief oder wie gerade ich bin? Drei kleine Tipps gebe ich dir. Der erste, du stellst dich hin. Schaust, dass du entspannt stehst. Stehst du entspannt? Fühlst dich gut? Ja. Dann schau doch mal nach unten und sieh dir an, wie deine Füße stehen. Steht ein Bein weiter nach außen gedreht, ein Bein nach innen? Stehen die Füße auf derselben Ebene? Ist eins nach vorne oder nach hinten gestellt? Und wenn ich mir jetzt deine Beine anschaue, würde ich eindeutig sagen, dein linkes Bein steht ein wenig nach außen gedreht, steht ein wenig nach vorn gesetzt. Worauf ich jetzt erstmal schlussfolgern würde, dass du vielleicht auf deiner linken Seite ein Problem hast. Austesten kann man das, indem man mal auf der Stelle läuft, an die Decke schaut, irgendwo anders hin und stehen bleibt und nochmal guckt, wie man dann steht. Und tada, steht wieder so. Also, Wahrscheinlichkeit ist gegeben, dass auf der linken Seite ein Problem ist. Das Zweite, worum man sich ausprobieren kann, ist einfach ein bisschen nach vorne und nach hinten laufen. Also, du machst ein paar Schritte vor, ein paar Schritte zurück, achtest mal darauf, wie du läufst. Trittst du lauter auf, leiser auf? Hast du eine Tendenz in irgendeine Richtung? Hast du das Gefühl, du trittst mehr links, mehr rechts? Wie drehst du wieder die Beine beim Laufen? Auch wieder links. Also wenn man darauf achtet, einfach links. Es ist auch so. Ja. Du kippst auch ein bisschen nach links beim Laufen. Und das Dritte wäre, du stellst dich mal vor den Spiegel und schau mal auf deine Schultern. Stehen die Schultern gleich hoch? Nein, die linke ist auch ein bisschen höher. Absolut. Dann fäst du dir mal in deinen Beckenkamm. Wie ist der Beckenkamm? Wo ist der Beckenkamm? Auch die linke Seite ein Tick nach vorn. Wie gesagt, die Füße siehst du auch nochmal. Ohne Hosen könnte man nochmal auf die Knie schauen, ob die in derselben Höhe sind. Aber es ist relativ eindeutig, dass du auf deiner linken Seite eine kleine Fehlhaltung hast. Okay. Stellst du das fest? Kann ich dir natürlich jetzt auch so ad hoc nicht sagen, woran es genau liegt. Dafür müsstest du dann eben mal zu einer Behandlung kommen, in die Praxis kommen. Und dann würde ich mir genau anschauen, ob dein Problem linksseitig ein Schulterproblem, ein Hüftproblem, ein Knieproblem, ein Fußproblem oder was auch immer für ein Problem sein könnte, dass du dieses hast, ja. Okay. Es ist tatsächlich auch so, erstmal danke dir, liebe Judith. Sehr gerne. Es ist tatsächlich auch so, dass links meine deutlich schlechtere Reiterseite ist. Das heißt, Traversale links
habe ich immer ein Problem mit. Mein Pferd ist einfach links auch besser geritten als, andersrum, ist rechts besser geritten als links. Und da ist jetzt tatsächlich, vermutlich würde ich denken, nach dem, was Judith sagt, nicht mein Pferd schuld, sondern ich, weil auch immer ich das Pferd mit diesen Blockaden immer auf der linken Seite habe und nicht auf der rechten Seite. Das heißt, wenn eure Pferde auf der einen oder anderen Seite einfach schlechter sind, dann guckt nicht nur nach eurer Ausrüstung und nach eurem Pferd selber, sondern auch mal nach euch und schaut, was ist denn eure bessere und eure schlechtere Seite und lasst euch gegebenenfalls dann auch einfach mal behandeln oder nehmt irgendwelche Gymnastikübungen in Anspruch. Und ich glaube, da können wir das nächste Video zu machen, oder? Das hört sich sehr gut an, ja. Sehr gut. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen, testet euch und sendet uns gerne euer Feedback. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, einschalten und fit bleiben. Tschüss. Tschüss.